Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Gornel. Wir sind zurück bei Super Meat Boy und... Ja, ich bin immer noch hier im Level, logischerweise. Ich hab's fast... Ich hab die Passage da rechts geschafft im letzten Part. Und dann war ich dumm. War ich dumm. So, wollen wir von den doofen Themen im letzten Part einfach mal ein wenig Abstand nehmen und auf erfreuliche Dinge zu sprechen kommen. Der Gornel hat Hunger. Naja, wobei eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich Hunger habe. Ich weiß es nicht. Ne, so richtig Hunger habe ich nicht. Aber ich werde mir wahrscheinlich... Wir haben jetzt... Ja, nee. Ne, ich werde doch nichts mehr essen. Wir haben jetzt schon 10 Uhr abends und ich habe doch noch nicht so richtig Hunger. Weil Ich habe nur eine Mahlzeit heute gehabt, aber die war auch sehr gut. Von daher passt das. Ne, ich habe doch keinen Hunger. Oh. Oh ja. Dann frühstücke ich morgen Rührei mit Toast, falls es euch interessiert. Und ich esse Rührei. Also für morgen, ich würde morgen gerne mal so drei Mahlzeiten zu mir nehmen. Ich würde gerne früh aufstehen, dann mache ich mir Rührei mit Toast und Schinken reinschneiden in das Rührei. Ich habe noch zwei Scheiben Schinken. Dann schön Schinken ins Rührei und dann Toast und dann schön... Boah, das wird ein Festfrühstück, ey, das ist der Wahnsinn. Und dann zum Mittagessen... ich lebe noch! WTF. Zum Mittagessen habe ich mir Pute gekauft. Ich habe so Hähnchensalz als Würzung gekauft. Nein! Hähnchensalz als Würzung gekauft und da will ich mal ausprobieren, damit die Pute salzen oder würzen, das lecker schmeckt. Dazu mache ich mir einen Reis und irgendeine Soße. Ich hoffe, vielleicht eine Currysoße oder so. Ich hoffe, dass ich irgendwas hinkriege mit Milch oder so. Mal gucken. Das ist eine gute Frage. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich, die meisten wohnen hier wahrscheinlich noch bei Mama. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr da auch schon mit kocht und so. Ich kann euch eigentlich nur empfehlen, es wird irgendwann dazu kommen, dass ihr auszieht. Ja, ob ihr das könnt ihr vielleicht jetzt noch nicht euch vorstellen, aber irgendwann kommt es dazu. Ey, wenn ihr die Möglichkeit habt, kocht mal mit euren Eltern. Wenn die kochen, egal was, und wenn es sowas Einfaches ist wie ein Pfannkuchen oder selbst wenn es eine Suppe ist oder irgendwas aus der Tüte oder irgend so ein Fertigding, was mal eben gemacht wird. Macht einfach mal mit. Sagt einfach mal, darf ich mitmachen? Weil wirklich so ganz grundlegende Kochskills, die fehlen mir manchmal. Oh, ich hasse es, ey. Und das ist so müßig, sich dann noch da irgendwie reinzufriemeln und versuchen, irgendwas Gutes zu kochen. Und dann geht irgendwas nicht... Das Ding ist ja... Man kriegt dann noch irgendwie, also Reis kochen und so kann ich ja, aber es gibt dann immer wieder Situationen, wo ein Problem entsteht und wo ich mir dann denke, BTF, BTF, BTF. Naja, keine Ahnung. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, kocht einfach mal mit euren Eltern. Vielleicht haben die Lust da drauf, vielleicht freuen die sich ja sogar. Deine Mama oder so, ich weiß ja nicht, wer zu Hause kocht. Oder Papa oder vielleicht auch jemand anderes, ich weiß es ja nicht. Stiefmama, Stiefpapa, wer auch immer. Fragt einfach mal, ob ihr mitmachen dürft. Ein bisschen Fleisch schneiden oder so. Fleischbraten finde ich voll schwierig. Das ist so eine Sache. Ich habe nie zu Hause mit meiner Mama oder so Fleisch gebraten, ne? Und es ist bis heute so, Fleischbraten, es ist meistens gut. Aber ich habe oft, denke ich mir so, oh, das ist noch nicht richtig durch. Oder ich weiß es nicht genau, ob es schon richtig durch ist. Oder ich bin mir unsicher. Oder ich kriege es einfach nicht richtig durch. Und ich denke mir, muss ich jetzt wärmer machen oder einfach liegen lassen oder... Oh, fuck, ich bin so dumm. Das sind so, wisst ihr, Fleischbraten. Das funktioniert oft, aber das funktioniert auch oft nicht. Und dann weiß ich immer nicht so genau, warum, und dann schmeckt es hinterher scheiße. Deswegen, ey, wirklich. Kocht einfach mal mit euch. Das ist eine gute Idee. Ist mir gerade so eingefallen. Wenn ihr es nicht macht. Und ich habe jetzt eine Frage. Was bei mir nämlich auch so ein Problem ist, ich weiß nicht, wie man sich einfach mal eben so eine Soße macht. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt Reis und Pute. So, ich habe jetzt auch heute so Sahne gekauft. Also, ne, so Schlagsahne. Das ist ja so, ne, das kennt ihr vielleicht. Und daraus macht man ja Soßen. Ne, wenn ich jetzt Tortellinis machen würde,
würde ich mir Tortellinis kochen, dann würde ich das Wasser abschütten, dann kommt da so eine Packung Sahne rein, dann ein bisschen ein Brühwürfel vielleicht, ein bisschen Salz und so weiter, ein bisschen Paprika vielleicht noch. Und dann habe ich Tortellinis. Habe ich mir vor ein paar Tagen gekocht, war richtig lecker, boah. War richtig lecker, aber es waren auch coole Tortellinis, das war krass. Aber war wirklich richtig lecker. Ich habe schon mal Tortellinis gemacht, wo ich die nicht gegessen habe, weil ich fast gekotzt hätte, weil sie so ekelig waren. Und die Tortellinis jetzt, die waren mega lecker, wirklich, der Übershit. Ich hab so gefeiert, ich hab so eine ganze Packung verdrückt, das war natürlich wieder viel zu viel eigentlich, aber... Dafür habe ich seit einigen Tagen, ja, es sieht eigentlich, ich habe im neuen Jahr noch nichts Süßes gegessen oder so. Ja, das muss man machen. Und ich war schon einkaufen im neuen Jahr und habe mir nichts gekauft. Ja. Hab mir nichts gekauft, so Schokolade, Chips oder so, Nüsse. Boah, Nüsse sind so ein Teufelswerk, ne? Man denkt immer so, Nüsse, ja, bla. Ey, man darf keine Nüsse essen. Also man darf schon Nüsse essen, aber immer nur ganz, ganz wenig. Ich hätte zum Beispiel mal echt Bock wieder auf eine Walnuss. Ist jetzt irgendwie Weihnachten, ist ja eigentlich so die Zeit für Walnuss, aber das ist an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube, Walnuss kann man auch nicht so kaufen. Aber Walnuss hat auch richtig viele Kalorien. Ich habe aber jetzt halt so im Fernsehen auch was gesehen, dass die auch sehr gesund sein sollen. So eine kleine Handvoll Walnüsse, das ist schon in Ordnung. Und Walnüsse sind voll lecker. Ich hätte voll Bock nochmal auf Walnuss. Muss ich mal gucken. Und ansonsten halt, ja, wie gesagt, ich koche jetzt auch öfters mal wieder, hoffe ich. habe ich mir zumindest vorgenommen und, Mann, es ist so schwierig, dieses Level, wirklich. Es tut mir leid, aber... Boah, die Tortellinis waren richtig lecker. Ja, aber zum Beispiel eine Soße. Ich weiß nicht, wie man eine Soße macht, so. Tortellinis, wie gesagt, Tortellinis macht man halt meistens mit Sahnesoße. Man kann die vielleicht auch anders essen, aber ich kenne das immer so, Tortellinis mit Sahnesoße. Ja, einfach so. Jetzt könnt ihr natürlich wieder sagen, na, du dicker Junge, solltest keine Sahnesoße essen. Da kann ich euch nur sagen, entspannt euch, ja. Durch Sahnesoße kriegt ihr nicht so ein Gerät. Ja. Das ist auch immer, ach ey, wirklich, es ist immer ein bisschen süß auch, ja. Wie gesagt, aber ist mir auch egal, deswegen, ja. Und jetzt weiß ich nicht so. Jetzt habe ich Reis, zum Beispiel. Ich hoffe, ich habe noch Reis, ich glaube schon. Reis und Pute würde ich gerne essen morgen und dazu bräuchte ich halt irgendeine Soße so. Und ich weiß nicht, mit Milch oder mit Sahne irgendwie und dann einfach alles in eine Pfanne nochmal. Reis und Sahne in eine Pfanne und ein bisschen Curry dazu. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man Soßen macht. Ich weiß nicht, wie man selber eine Soße macht. Wie gesagt, bei Tortellinis ist es halt relativ banal, simpel, wie auch immer. Naja. Wenn ihr so eine Idee habt, wie man Soßen macht, ja, mit Milch oder mit Sahne oder vielleicht auch mit was anderem, ich weiß es ja nicht, wenn ihr so zu Nudeln eine Soße... Ja, Nudeln ist halt Nudeln nicht unbedingt. Ja, Tomatensoße würde ich mir jetzt nicht selber machen, weil da gibt es auch echt ganz leckeres, so fertiges. Aber jetzt vor allen Dingen zum Reis. Soßen zum Reis. Wenn ihr Soßen zum Reis habt, könnt ihr mir gerne mal eine PN schreiben oder einen Kommentar oder irgendwie so und mir mal schreiben, wie ihr eine Soße zum Reis machen würdet. Und ja, ich könnte eigentlich auch mal wieder so ein... Ne, ich kann kein Kornel-Kocht-Video machen, weil ich habe keine Kamera mehr. Weil die wurde ja auch geklaut. Und mit meiner Webcam kann ich das nicht machen. Ja, das ist nicht möglich. Außer ich hätte ein Verlängerungskabel für eine USB, für einen USB-Port und so und bla, aber es ist nicht möglich. Das geht nicht. Das ist so ein bisschen... Ich glaube, ich fange an zu schielen oder so, ey. Wenn ich die ganze Zeit aufs gleiche Bild gucke. Oh. Ey, lass mich... Fährt er wieder hoch? Nein. Wow, da wäre er... Oh. Ich wollte gerade sagen, da wäre er fast in die Stacheln geschlittert. Und dann springt er rein. Ich weiß nicht, wie ich das Level schaffen soll. Es tut mir leid, also, ne? Wenn das langweilig ist...
Let's Meet Boy, you know? Und es ist... Ist halt einfach so. Es gibt Level, da werden wir sehr lange dran sitzen. Aber deswegen spielt man ja auch Meat Boy, oder? Wegen diesen Leveln. Und wenn man sie dann schafft, Alter, dann denkst du dir so, yeah, meine Fresse, bin ich der Geilste oder bin ich der Geilste? Und dann sagst du so, und du bist der Geilste. Und dann denkst du dir eben, hahaha, Schabos wissen, wer der Babo ist. Ja. Oder so ähnlich, irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Ihr seht, ich bin noch in der Findung. Ja. Auf jeden Fall. Und dann abends, boah, ich habe mir Quark gekauft und ich habe auch Bananen gekauft. Und die Bananen, ich weiß, Bananen machen sehr dick. Bananen, die sind schon wieder so ein bisschen schwarz geworden. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich sie ja sowieso in Quark schneiden will. Und das wollte ich morgen Abend mal machen. So einen schönen Quark mit Bananen rein. Einfach nur Quark und Banane. Und vielleicht ein bisschen Milch dann noch in den Quark, damit er ein bisschen fluffiger wird. Sagt man das so? Oder ein bisschen softer? Keine Ahnung. Milch, Quark und dann Banane reinschneiden. Das ist ein gutes Abendessen. Das wollte ich mir eigentlich so angewöhnen, immer abends viel Quark abends. Also öfters mal abends Quark anstatt irgendwas anderes. Ja, aber man ändert das ja auch alles nicht von heute auf morgen. Das ist ein dynamischer Prozess. Und meine erste Devise, wenn das jetzt hier vielleicht jemand interessiert, meine erste Devise ist halt einfach: Kauf keine Chips mehr, kauf keine Schokolade mehr. Kauf keine Nüsse mehr, keine Bonbons. Bonbons, keine Ahnung. Ja, vielleicht kaufe ich mir mal einen Mentos oder ach, ich weiß es nicht. Nee, da würde ich mir, glaube ich, eher Kaugummi holen. Kaugummi könnte ich mir mal holen, so. Ja, das ist vielleicht. Ach, keine Ahnung. Ich habe auch erstmal vor, das wegzulassen. Ich will eigentlich erstmal alles so irgendwie in die Richtung Süßigkeiten oder so. Erstmal alles weglassen, weil das ist das Schlimmste, ja. Wenn ich das weglasse, ist von meinem Kalorienumsatz, den ich so habe, wahrscheinlich die Hälfte weg. Und wenn ich dann nur noch die Hälfte der Kalorien zu mir nehme, und auch wenn es Sahnesoße ist, ist es schon sehr gut in Ordnung. Außerdem gibt es 50.100 Milliarden Menschen, die Sahnesoßen essen und die nicht übergewichtig sind. Ja, nur weil, das ist ja auch immer so eine Sache. Es gibt zum Beispiel Leute, die sind dick und die würden nicht in der Stadt sich dann was essen. Ja. So bei mir zum Beispiel nicht so, weil ich mir sage, keine Ahnung, wenn ich jetzt unterwegs bin und den ganzen Tag noch nichts gegessen habe und mir dann bei so einem Nudelstand so eine Packung Nudeln to go in so einer Box hole, ja, dann hole ich mir die halt und esse auch. Und wenn ich dick bin und die Leute sich denken, guck mal, der fette Sack isst die ganze Zeit, ja, dann kann ich denen auch nicht helfen, wenn sie so minder bemittelt sind, ja. Also, das ist mir wirklich, das ist mir zu dumm. Ja, so schränke ich mich nicht ein in meinem Leben. Nee. Naja, aber was soll's, ne? So, was sagt denn das Level dazu? Du musst das jetzt schaffen. Warum, Mann? Ja, mit der Stirn davor, genau. Er hat aber auch so einen riesen Stirn, ne? Der hat so ein riesiges Gesicht. Was ist denn los mit ihm? Weiß ich nicht. I wanna be the guy, der das jetzt hier schafft. Es ist das gleiche Timing wie auch hinten. Ich muss einfach nur dieses Timing hinkriegen. Es ist im Prinzip das gleiche, nur... Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das Ding ist, wenn ich jetzt wieder aufhöre, muss ich dann das erste Level wieder spielen. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Oh. So, ich war doch schon mal ganz unten. Ich habe es doch schon mal geschafft. Warum? Da bin ich zu langsam. Da habe ich zu lange gewartet. Ich habe es aber auch gemerkt. Ich habe es selber gemerkt. Ja. So, ich starte hier und dann gehe ich. Zack. Jetzt habe ich wieder so lange gewartet. Ich laufe einmal gegen die Wand. Für mich ist es einmal gegen die Wand laufen. Also ich habe immer das Gefühl, ich merke, dass ich einmal gegen die Wand steuere. Und dann umdrehen. Und dann eine ganz kurze Pause und dann weiter. Müsst ihr gleich mal drauf achten, wenn ich da hochgehe, dann seht ihr diese. Seht ihr eventuell diesen Rhythmus. Und den muss ich da halt auch nochmal anwenden. Ich habe es doch schon mal fast geschafft am Ende des letzten Partes. Oh Mann, ey. Zack.
Meatball macht behindert. Yeah, ich habe ganz viel Meatball gespielt, jetzt habe ich immer einen Parkplatz. Warum? Ich bin geistig behindert. Ja, darüber macht man keine Witze, ich weiß. Haha, haben wir gelacht. Keiner lacht, alle strahlen. Atomwitz. Ich finde, politisch unkorrekt zu sein, ist manchmal sehr cool. Also aber ein Thema, über das rede ich besser nicht. Weil... Nee. Nein, wieso? Tipp, 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 tipp. Warum bist du so behindert? Ich weiß es nicht, ich frag mich manchmal, warum? Es ist halt so nervig, dass ich die ganze Zeit das Gleiche und... Es dauert immer so lange, bis ich da hinten ankomme, weißt du? Es dauert immer so lange. Es ist so nervig. So, und jetzt mach es doch einfach mal. Mach es doch einfach mal, du bist der King, du kannst das schaffen, yeah. Warum? Dann mach ich die ersten beiden gut und dann verkacke ich den dritten. Warum denn? Oh, ihr merkt schon, ey. Das Level macht mich wahnsinnig, ey. Oh, jetzt kommen die Fehler, ey. Jetzt kommen die Konzentration-Fehler. Da war ich zu schnell. So, Meatboy, du bist zwar nicht dabei, doch schenk mir mal deine Souveränität, oh yeah, du kleiner Fleischlops. Ich find dich geil, du würdest das hier schaffen, ja, ich weiß. Du bist der King, du bist der, den jeder will, du. Ein Charakter mit 2 Leben wäre geil. Wenn er 2 Leben hätte, weißt du? Wenn man sich einmal treffen lassen könnte. Warum gibt's hier keinen Pussy-Modus? So wie bei Donkey Kong Country Returns. Mann, fick dich ins Knie! Mein Arsch tut weh. Ich sitze hier ungemütlich, weil ich bin angespannt. Ich spanne so meinen Arsch an und... Ja, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich glaube, wir lassen das und ich probiere es halt einfach beim nächsten Mal wieder. Ist dann so, ja. Ist doof, aber da müssen wir halt durch, ne? So ist halt das Spiel. Das ist wirklich traurig, Baby. Ich frag mich, wie kannst du das nur so machen? Ich weiß es nicht. Ich hasse Stacheln, so eine Scheiße. Ja, 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 diese genaue Kacke ist so kacke. Das ist kacke, 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 kacke. Das ist der Kack-Song, den ich dir hier hinkacke. Kacken, kacken, dreist hat der hier hingekackt. Aber das geht doch nicht. Ey, ich komme nicht mehr. Ja, ihr seht schon. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und ich glaube. Ja, wir versuchen es beim nächsten Mal wieder. Nee. Ich krieg's nicht mehr hin. Meine Augen tun weh, ich kann mich nicht mehr so fokussieren auf den Charakter. Und dann sehe ich die Stacheln nicht und ach, das ist ein bisschen doof. Aber wir schaffen das. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sind kurz vorm Durchbruch, glaube ich. Aber jetzt will es nicht mehr sein. Man muss wissen, wenn man aufhören soll und im nächsten Part schaffen wir es bestimmt. Ich hoffe, ihr seid dann immer noch mit dabei. Bis dann, ciao, tschüss, euer Cornel.